Die CSU räumt Angela Merkel offensichtlich eine 14-tägige Galgenfrist ein, wobei klar ist, es geht nicht um die Frage 14 Tage mehr, ja oder nein, sondern es geht um eine grundlegende Richtungsentscheidung. Es geht am Ende um die Renationalisierung der Europäischen Union. Wir wissen, die CSU ist ein großer Fan der Politik, für die Viktor Orban in Ungarn und Sebastian Kurz in Österreich stehen. Sie wollen ganz klar eine Urbanisierung von Europa. Sie wollen die Flüchtlingspolitik von Viktor Orban und Sebastian Kurz kopieren. Und ich sage deswegen an die Adresse der Union: Wer heute die Flüchtlingspolitik von Viktor Orban und Sebastian Kurz kopiert, der ist spätestens morgen bereit, die AfD auch hierzulande in die Regierung zu heben. Was wir jetzt aktuell erleben, ist ganz klar das Versagen von zwei einstigen großen Volksparteien. Schauen wir uns nun mal an, wie die SPD in dieser Situation agiert. Sie ist offensichtlich gelähmt aus Angst vor Neuwahlen, steht wie ein Zaungast am Rande und man fragt sich, wo ist eigentlich die Stimme der SPD in dieser Situation? Wo ist die Wortmeldung von Olaf Scholz, dem Vizekanzler? Wo ist die Wortmeldung des Außenministers Heiko Maas? Wo ist die SPD in dieser Situation? Wo ist die leidenschaftliche Parteinahme der SPD für Europa und für die Menschenrechte? Ganz offensichtlich steht man im Willy-Brandt-Haus zitternd vor Neuwahlen einfach da und getraut sich hier nicht Partei zu ergreifen für Flüchtlingsschutz und für Europa. Und die Union schafft es offensichtlich über einen Masterplan, der bisher kaum jemandem bekannt ist, zu einer Staatskrise anzuheben. Sie nimmt dafür den gesamten Bundestag in Geiselhaft und das, obwohl bisher so gut wie keiner der Abgeordneten überhaupt Einblick hat in diesen noch geheimen Masterplan. Und ich finde, es ist nur eine Frage des Respekts gegenüber dem gesamten Parlament und auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, um deren Ängste es ja angeblich geht bei dieser Auseinandersetzung, dass dieser Masterplan jetzt endlich öffentlich gemacht wird und allen zur Verfügung gestellt wird.